Ergonomie am sportlichen Fahrrad, egal ob Fitnessrad oder Mountainbike, ist super wichtig, weil was macht weniger Spaß als Schmerzen oder unangenehmes Kribbeln am Fahrradfahren? Wir zeigen euch die neuen Produkte zum Thema Griffe und Sattel bei Esculap. Hi, hier ist der Markus von Fahrgeschäft Fitbikes und neben mir steht die Sarah, servus, von Esculap. Und wir sehen, wir haben ein paar neue Griffe und einen neuen Sattel. Ja, was sehen wir denn? Ja, also die Besonderheit dieses Jahr, wir bringen 4 Griffe auf einmal auf den Markt. Warum 4 Griffe? Wir haben uns gedacht, wir können nicht nur einen Griff auf den Markt bringen, weil natürlich jeder Einsatzbereich einen unterschiedlichen Griff braucht. Deswegen haben wir 4 gemacht. Den Simo X, das ist unser Gravity- und E-Performance-Griff mit extra Grip-Material für die harten Abfahrten, für Matsch, Schlamm. Das 711 ist unser Mountainbike-Performance-Griff für lange Distanzen, für Mountainbike-Marathons, für lange Schotterwege bergauf. Und der 710er-Griff ist unser Mountainbike-Tour-and-Travel-Griff. Wichtig, mehr Entlastung durch einen kleinen Flügel. Insgesamt sind alle Griffe eher eckig statt rund. Das heißt, die Hand wird ergonomisch aufgenommen. Man hat eine Entlastung vom Karpaltunnel, weniger Druckbelastung auf den Nerven und dadurch keine einschlafenden Finger. Was unterscheidet jetzt die neuen Griffe von den alten? Ja, also eigentlich kann man sie unterschiedlich gar nicht mehr machen. Der alte Griff ist sozusagen revolutioniert worden. Alle Griffe haben ein komplett neues Material bekommen, das heißt eine komplett neue Gummimischung. Vor allem der 711er Griff, der ja den alten 711er jetzt mehr oder weniger ablöst, hat innen keine Klemmung mehr, also nur das vordere Drittel ist eine Klemmung und bringt dadurch natürlich viel mehr Dämpfung wie davor und hat vorne einen Formschluss, also auch keine Klemmung mehr, die von außen drücken kann und bietet somit mehr Komfort. Okay, jetzt habe ich gesehen, da gibt es irgendwie so eine Skala an den Griffen, das ist bei den alten nicht gewesen. Ja, die Skala hier, meinst du? Ja. Die dient zum richtigen Einstellen, also der Griff bei 0% oder bei 0 hier sollte auf 12 Uhr stehen. Also so habe ich es einfach einfacher beim Einstellen. Dadurch weiß ich sofort, wie die Hand liegen muss. Und das hochgezogene Griffende ist dann wirklich auch bei der Handkante hier außen. Okay. Die alten Griffe gab es in verschiedenen Durchmessern. Ist das bei der neuen auch so? Ja, richtig. Also wir haben wieder alle Griffe in verschiedenen Durchmessern. Einfach aus dem Grund, dass jede Hand unterschiedlich ist. Natürlich gibt es kleine und große Hände. Bei dem Simo X gibt es 2 Größen. Aus dem Grund, dass wenn ich hart bergab fahre, dann tendiert man immer zum kleineren Griff, damit man einfach mehr Griffsicherheit hat. Und alle anderen Griffe gibt es in 3 Größen SML. Okay. Gibt es die auch in verschiedenen Farben? Weil wir sehen jetzt hier gelbe Griffe. Ja, also den Simo X haben wir mit einer gelben Klemmschelle und mit einer schwarzen Klemmschelle. Alle anderen bleiben nur schwarz. Dann wissen wir die Griffe. Dann haben wir noch ein Thema Sattel, oder? Ja, richtig. Also der 6OX ist unser neuer E-Bike und Gravity-Sattel. Speziell bei dem 6OX ist eigentlich die Mischung von unserer alten Ergo-Wave-Form mit der Ergo-Lux-Form. Das heißt, man hat eine leichte Doppelstufe hier vorne. Und natürlich hier das Grip-Material, die Bergsilhouette. Es soll jetzt nicht nur geil aussehen, sondern letztendlich soll es einfach den Halt nach hinten bringen. Und vor allem beim E-Bike, wo einen Vortrieb bringt, die Sitzposition festigen. Also den Sattel kann man natürlich auch aufs normale Mountainbike aufbauen. Wir haben uns jetzt hier speziell mit der Bergsilhouette das natürlich für den E-Performance-Bereich ausgedacht. Aber der ist natürlich kompatibel mit jedem All-Mountain, Enduro, Gravity-Bike und kommt auch super gut an. Okay, und wir haben wie bisher auch so das Active-System in irgendeiner Form oder gibt es irgendwas, was hier anders ist? Also der 6OX ist nur mit dem Active-System verfügbar. Und kommt einfach auch aus der Idee, dass gerade beim E-Bike oder im Gelände die Stabilität und die Unterstützung der Wirbelsäule extrem wichtig ist und dadurch gibt es den nur mit Active-System. Und hier sind noch irgendwelche Punkte in irgendeiner Form, hat das irgendwas bedeuten oder ist das nur Design? Das ist nur Design. Aber, kann ich mal fragen. Aber es sieht natürlich geil aus. Okay. Bleiben wir beim Design, gibt es irgendwelche anderen Farben oder ist es schwarz? Der bleibt schwarz. Wir haben aber jetzt schon ein paar Sachen ausprobiert und lasst euch überraschen. Machen wir. Ich habe keine Fragen mehr. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne auf Liken, Abonnieren klicken. Wir haben unter dem Video eine Beschreibung, also in der Beschreibung einen Link. Da könnt ihr gerne mal für weitere Infos reinschauen. Und ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Bis dann!